entdecken Sie einen unvergleichlichen Genuss. Geboren aus Leidenschaft und der Liebe zur Kunst des Bierbrauens. Einen Genuss, der seine Wurzeln im Vogtland hat, aber überall auf der Welt Anerkennung findet. Wernesgrüne. Willkommen im grünen Bereich. Egal wo und mit wem Sie es auch genießen, ein Wernesgrüner macht aus den schönsten Momenten immer etwas ganz Besonderes. Unvergessliche Momente werden meist noch besser, wenn man sie mit anderen gemeinsam erlebt. Ob mit Freunden oder ganz vielen Freunden oder ganz romantisch zu zweit. Ein Wernesgrüner gehört einfach dazu. Folgen Sie diesem außergewöhnlichen Bier auf seinem langen Weg zur Vollkommenheit. Der erste Schritt auf diesem Weg beginnt hier, in der Natur. Mit der sorgfältigen Auswahl der besten Zutaten, die dieses Premium-Pilz so einzigartig machen. Die goldene Braugerste, für Wernesgrüner ist höchste Qualität eine stetige Verpflichtung. Nur die erlesenen Hopfendolden aus den bekanntesten Anbaugebieten wie der Hallertau oder Elbe-Saale sind gut genug für einen Wernesgrüner. Naturbelassenes, kristallklares Wasser aus den Quellen des Naturparks Erzgebirge Vogtland verleiht Wernesgrüner seinen weichen und eleganten Charakter. Hier kommt eben alles Gute zusammen. Feinste Zutaten für einen herausragenden Genuss. Die Geschichte von Wernesgrüner beginnt am 18. März 1436. Die Brüder Schorer erhalten in Wernesgrün das Recht zum Brauen und Schenken. Übrigens 56 Jahre bevor Kolumbus Amerika entdeckt. Das Schorersche Gut und das im Jahre 1589 errichtete Gläsersche Gut begründen die Brautradition, die Wernesgrün weit über seine Grenzen hinaus berühmt machen wird. Die ersten Jahrhunderte sind sehr bewegt und geprägt von zahlreichen Eigentümerwechseln, bis im 18. Jahrhundert die Familien Günnel und Männel die damals noch getrennten Güter übernehmen. Am Ende des 19. Jahrhunderts beheimatete Wernesgrün sogar 6 eigenständige Brauereien. Letztendlich setzten sich aber nur die beiden traditionsreichen Familienunternehmen durch, die den Erfolg und Aufstieg der Wernesgrüner Biere weiter vorantreiben. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gibt es Niederlassungen in ganz Deutschland und den benachbarten Niederlanden. Sogar auf der berühmten Hamburg-Amerika-Linie von Hapag-Lloyd werden die Biere aus Wernesgrün serviert. Doch nach dem Rekordabsatzjahr 1939 endet die erfolgreiche Entwicklung vorerst mit dem Zweiten Weltkrieg. Nach dem Krieg werden in den Folgejahren beide Familien enteignet und ihre Brauereien 1974 zum VEB Exportbierbrauerei Wernesgrün vereint, um Tradition und Erfahrung zu bündeln. Zu dieser Zeit wurde bereits in viele Länder Europas und die USA geliefert. Auch auf Reisen mit der Interflug und auf Urlaubsschiffen wurde Wernesgrüner ausgeschenkt. Nach der deutschen Wiedervereinigung firmiert das Unternehmen als Wernesgrüner Brauerei, wird 1994 privatisiert und gehört seit 2002 zu einem renommierten deutschen Familienunternehmen. Seit 1991 hat Wernesgrüner über 100 Millionen Euro in umweltfreundliche Produktion, moderne Technologie und Qualitätssicherung investiert. Und hier ist der Genuss zu Hause.
in der Brauerei in Wernesgrün. Hinter der denkmalgeschützten Fassade befindet sich eine der modernsten Brauereien Deutschlands. Hier im Sudhaus beginnt der Brauprozess unter den Augen unserer erfahrenen Braumeister. Bei genau festgelegten Temperaturen wird das geschrotete Malz zusammen mit Wasser gemeischt. Dies ist der entscheidende Moment, der den späteren Geschmack des Bieres maßgeblich bestimmen wird. Nach dem Maischen werden die festen und flüssigen Bestandteile des Malzes voneinander getrennt. Die zuckerhaltige Würze wird nun zusammen mit dem Hopfen schonend gekocht. Dabei verdampfen unedle Geschmacks- und Aromastoffe und die Bierwürze entsteht. Unsere hochqualifizierten Braumeister behalten stets den Fortgang des Brauprozesses im Auge. Ein Premiumpilz braucht seine Zeit. Und die verbringt es anschließend hier in den insgesamt 32 Gär- und Reifetanks. Jetzt wird die abgekühlte Bierwürze mit Bierhefe versetzt. Während der siebentägigen Gärung wird der überwiegende Teil des Malzzuckers, die sogenannte Maltose, in Alkohol und Kohlensäure umgewandelt. Die Bierhefe setzt sich anschließend am Boden ab und wird vom sogenannten Jungbier getrennt. 3 Wochen dauert jetzt das Nachgären und Reifen dieses Jungbiers bei Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt. Das Warten lohnt sich, wie man später schmecken wird. Für die besondere Klarheit und Reinheit unserer Pilzlegende sorgt die modular aufgebaute Filteranlage. Hier wird das Bier von den Trübstoffen getrennt, wodurch sich auch die Haltbarkeit verlängert. Wie im gesamten Brauprozess gilt auch hier, modernste Technik ist stets eine wichtige Hilfe. Aber die Liebe zum Handwerk sowie die Erfahrung unserer Brauer und Braumeister sind durch nichts zu ersetzen. Hellklar und goldgelb in der Farbe, so kennt man ein Wernesgrüner. Hier in den Drucktanks wird das filtrierte Bier für die spätere Abfüllung bereitgestellt. Die Lagerung erfolgt bei Temperaturen von 6 Grad Celsius, um die Qualität und die Frische unseres Wernesgrüners zu erhalten. Alles im grünen Bereich? Diese Frage können unsere Spezialisten in der Qualitätssicherung zu jeder Zeit beantworten. In unserem mit modernster Analytik ausgestatteten Betriebslabor werden alle Prozesse mit Argusaugen überwacht. Von den angelieferten Rohstoffen bis zum fertigen Bier. Nachdem wir unserem Bier die notwendige Zeit gegeben haben, um seine volle Qualität zu entwickeln, kommt es jetzt bei der Abfüllung auf Geschwindigkeit an. Nach der gründlichen Reinigung nehmen wir jede Flasche automatisch unter die Lupe. Die hochmoderne Anlage schafft bis zu 50.000 Flaschen pro Stunde. Jede einzelne wird dabei auf die richtige Füllhöhe kontrolliert und etikettiert. Natürlich ist auch hier Sorgfalt unser oberstes Gebot. Und selbstverständlich spielt es dabei keine Rolle, welches Bier gerade abgefüllt wird. Ob unsere beliebte Wernesgrüner Pilzlegende oder das Wernesgrüner alkoholfrei für Genießer. Bei allen steht die Qualität an erster Stelle. Alle unsere Produkte werden in Wernesgrün abgefüllt. Von der Flasche, übers Fass bis zur Dose. Nur so können wir jederzeit höchste Reinheit und beste Qualität garantieren. Denn das gehört nun mal zu Wernesgrüner. Genau wie der unvergleichliche Geschmack. Und den bekommen Sie in zahlreichen Gebindevarianten, zum Beispiel im 20er-Kasten, im 11er-Kasten oder im Sixpack. Ganz wie Sie es am liebsten mögen. Jetzt heißt es, keine Zeit verlieren. Schließlich soll Ihr Wernesgrüner frisch bei Ihnen ankommen. Egal, wo Sie gerade sind. Ihren bewährten Wernesgrüner Premium-Genuss finden Sie fast überall. Ob zum Beispiel in Großbritannien, Italien oder Ungarn. Ob in den USA, Kanada, Brasilien. Oder sogar in Australien. China und im Oman.
Ihr Wernesgrüner bekommen Sie in über 20 Ländern auf 4 Kontinenten. Genauso wie gleich um die Ecke beim täglichen Einkauf, wo gut ausgebildete Fachleute aus Liebe zum Detail nach Perfektion streben. Und natürlich dort, wo man gerne mit Freunden beisammen ist. Ob in einer angesagten Bar oder ganz gepflegt im Lieblingsrestaurant. Wernesgrüner zu genießen heißt, das Leben zu genießen. Zum Beispiel auf unserem Brauereigutshof. Erleben Sie aufregende, unvergessliche Momente bei einem Konzert mit tausenden begeisterten Fans. Hier finden Sie Unterhaltung für jeden Geschmack. Von den Auftritten der ganz großen Stars wie Peter Maffay, Nena und Christina Stürmer. Feiern Sie in der Biertenne, zum Beispiel bei einem der Konzerte mit national und international erfolgreichen Stars oder bei einer Galaveranstaltung oder im rustikalen Ambiente der historischen Schmiede im Saustall. Auf dem Gutshof finden Sie eine Erlebniswelt, die weit mehr zu bieten hat als Feste und Veranstaltungen. Bestaunen Sie das berühmte Wernesgrüner Traditionsgespann und seine edlen Percherons in den Stallungen des Brauereigutshofes. Die großen, gutmütigen Tiere sind ein wirklich imposanter Anblick. Einem Wernesgrüner begegnet man an vielen Orten. Auch auf der Straße, wenn der Wernesgrüner Showtruck wieder unterwegs ist. Wernesgrüner begegnet Ihnen aber auch im Fernsehen, im Radio und auf Plakaten mit einem eigenständigen Auftritt. Same scene. Unser Szene-Lokal. Unser Barkeeper. Unser Naturereignis. Unser Hochgenuss. Unsere Stammgäste. Unser VIP-Bereich. Unsere Damenwahl. Unser Schützenfest. Hier kommt einfach alles Gute zusammen. Wernesgrüner. Alles im grünen Bereich. Alles. Wernesgrüner ist ein wichtiger Sponsor zahlreicher Veranstaltungen und Vereine im Leistungs- und Breitensport. Wie beispielsweise im Reitsport. Auch im Wintersport, bei sächsischen Vereinen und der Vogtland Arena Klingenthal im Rahmen nationaler und internationaler Wettkämpfe. Oder im Fußball. Als Sponsor des Traditionsvereins 1. FC Magdeburg und zahlreicher weiterer Vereine und Verbände ist Wernesgrüner aktiv. Aber auch bei hochklassigen kulturellen Events, wie beispielsweise der Verleihung der Goldenen Henne, dem bedeutendsten Publikumspreis Deutschlands. Wernesgrüner ist somit ein wichtiger Sponsor und starker Partner in der Region und über sie hinaus. Wo immer Menschen zusammenkommen, um zu genießen, gehört Wernesgrüner einfach dazu. Was macht Wernesgrüner so einzigartig und zu einer der beliebtesten Biermarken Deutschlands? Die lange Tradition, die Erfahrung und die Liebe zur Braukunst. Und natürlich unsere Philosophie, immer nach dem Besten zu streben. Erst dann ist alles im grünen Bereich. Und aus einem Bier wird ein ganz besonderer Genuss.